Vers 34. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, dem sich die Yogis, die nach der Transzendenz streben und durch Pranayam ihren Atem zu beherrschen versuchen, nur bis zu den Zehenspitzen seiner Lotusfüße nähern können. Ebenso wie die Jnanis, die versuchen, das undifferenzierte Brahman zu finden, indem sie sich tausende von Millionen von Jahren in der Eliminierung des Weltlichen üben. Erläuterung: Die Lotusfüße Govindas kann man nur durch unverfälschte Hingabe erreichen. Kaivalya, die Erkenntnis des unveränderlichen Zustands, den die Astanga-Yogis erlangen, indem sie sich tausende von Millionen von Jahren in Versenkung üben, und der Zustand des Verschmelzens mit der undifferenzierten, jenseits aller Begrenzungen liegenden Unpersönlichkeit Gottes, den die Nicht-Dualisten nach einer ähnlich langen Zeitdauer erreichen, während der sie zwischen dem Spirituellen und Nicht-Spirituellen unterscheiden und die Dinge der begrenzten Sphäre nacheinander durch die Formel nicht dies, nicht das eliminieren, stellen lediglich die Außenbereiche der Lotusfüße Krishnas dar und nicht die Lotusfüße selbst. Mit anderen Worten, Kaivalya, die Verschmelzung mit dem Brahman, ist die Trennlinie zwischen der Welt der Begrenzung und der transzendentalen Welt. Denn solange wir diese beiden Konzeptionen nicht überwinden, können wir von der Vielfalt der transzendentalen Sphäre keinen Geschmack bekommen. Diese Zustände sind nichts weiter als die Abwesenheit von aus Liebe zu weltlichen Dingen entstehendem Leid, aber nicht wirkliche Freude oder Glückseligkeit. Auch wenn die Abwesenheit von Leid als ein Stück Glück verstanden wird, so ist dieses Stück doch sehr klein und ohne Bestand. Es genügt nicht, den Zustand der Materialität zu vernichten. Der wirkliche Gewinn des Jiva ist sein ewiges Dasein im selbstverwirklichten Zustand. Dieser kann allein durch die Gnade unverfälschter Hingabe erlangt werden, die ihrem Wesen nach Chit transzendental ist. Abstraktes, nichtssagendes Spekulieren ist hier nutzlos.